Hip-Hop, Ballett und afrokubanischem Tanz. Gestern war Europa-Premiere in Zürich. Ja, und irgendwie ist da der revolutionäre Gedanke auf der Bühne schlussendlich auch auf das prominente Publikum übergesprungen. Virtuos und voller Energie. So wirbeln die Tänzer elegant quer durch sämtliche Tanzstile. Die kubanische Tanzrevolution begeistert auch die Tanzexperten. Es ist heiß und sexy und wow. Als hätten sie Gumpi-Böllchen in den Füßen und haben dann elegant wieder Roger Federer zu seiner besten Zeit. Das war einfach gigantisch. Ich bin sprachlos und meine Seele geht heute so bereichert heim. Auch Walter Andreas Müller ist fasziniert. Doch das Außergewöhnlichste an diesem Abend leisteten aus seiner Sicht nicht die Tänzer, sondern er selbst. Die Revolution pur war für mich, jetzt, dass ich heute Abend überhaupt angekommen bin. Weil ich habe im Grunde genommen habe ich eigentlich mit Balletttheater in dem Sinn, also mit dieser Form von Aufführungen, habe ich eigentlich nichts am Hut. Im Gegensatz zur früheren Eisprinzessin Sarah Mayer, ihr Leben gehörte noch bis vor kurzem ausschließlich den eleganten Bewegungen. Aber nun hat sie ihr berufliches Leben revolutioniert. Ja, jetzt habe ich eine Schule angefangen, Sportmanagement an der ZHW in Winterthur. Und das sind jetzt auch so ein bisschen neue Wege, wo ich gehe, um mich ein bisschen neu zu orientieren und schauen, wohin das dann den Weg führt. Die größte Revolution hingegen plant Stéphane Lambiel. Der ehemalige Eiskunstweltmeister gibt Ende Jahr in der Westschweiz sein Debüt als Komiker. Zusammen mit anderen Künstlern. Wir werden so Jokes machen. Es wird für mich etwas Neues sein, weil ich habe noch nie auf einer Bühne etwas gemacht. Aber das ist ein Premiere für mich und ich freue mich. Bevor er diesen revolutionären Schritt auf die Bühne wagt, darf er an diesem Abend die Revolution noch aus der Ferne genießen.